Treffpunkt für Rechtsextreme. Ihre Zusammenkunft wäre wohl weitestgehend unbemerkt geblieben, wenn es nicht einen Zwischenfall gegeben hätte. Eine Journalistin, die das Treffen dokumentieren wollte, wurde zum Opfer von Gewalt. Und am Nachmittag gab es dann für die Polizei einen Großeinsatz. Die heimattreue deutsche Jugend trifft sich hier in einem Blankenfelder Gasthaus. Etwa 200 Gäste sind nach Polizeieinschätzung bei einer Kulturveranstaltung. Familien mit Kindern in trachtenähnlicher Kleidung. Das Ganze macht einen biederen Eindruck. Die Journalistin Andrea Röpke will das heute Morgen dokumentieren, als plötzlich drei der sogenannten Heimattreuen auf sie und ihren Fotografen losstürzen. Den Mann in der Mitte identifiziert die Journalistin als Mitarbeiter des sächsischen NPD-Abgeordneten Holger Apfel. Einer hat mich dann niedergeschlagen, mitten im Supermarkt, mitten unter den Leuten. Aufnahmen ihres Kameramannes. Bist du hier? Achtung, hallo! Mensch, Polizei rufen! Das völkische Treiben der heimattreuen Jugend wird mit Gewalt vor Beobachtern geschützt. Auch der RBB-Kameramann wird bedroht, schweigend zurückgedrängt. Die heimattreue deutsche Jugend besteht zum großen Teil aus Funktionären der ehemaligen, der verbotenen Viking-Jugend, 1994 verboten. Und die ist ja nicht ohne Grund verboten worden. Das heißt, sie sind schon damals gewaltbereit gewesen und jetzt zeigen sie es eben wieder. Dort wird im NS-Sinne Volksgemeinschaft gelebt. Das heißt, das ist so eine Art Opfergemeinschaft arischen Blutes. Und da gehören die Frauen dazu, da gehören die Kinder dazu. Und bei der HDJ, bei der heimattreuen deutschen Jugend, geht es in erster Linie, wie gesagt, um neonazistische Jugenderziehung. Am Abend treffen sich Blankenfelder Bürger in der Kirche zu einer Andacht gegen ihre ungebetenen Gäste. Andere zeigen Transparente. Die Polizei bleibt zunächst erfolglos. Die drei Schläger sind verschwunden. Eine Verbindung zum Treffen der Neonazis lässt sich nicht herstellen. Das heißt, die Veranstaltung kann nicht aufgelöst werden und geht am Abend ungestört zu Ende. Bis Redaktionsschluss blieb alles ruhig.